Willkommen zurück zu Blitzball. Da sind wir schon wieder und ich bin heute nicht alleine, denn ich wüsste gar nicht mehr, was ich noch alles groß erzählen sollte. Denn wir sind immer noch in der Spira-Liga, es ist immer noch relativ unspannend, aber wir müssen gewinnen, um in die nächste Liga zu kommen. Und dann geht's um alles. Und an meiner Seite ist... Kalikiku! Yay, da bist du wieder. Wir würden auch besser passen, um was zu erzählen. Also, wo ich ja quatschen kann wie ein Wasserfall. So, pass auf, du wirst jetzt mir Namen nennen. Och, also, nö. Doch, aus dieser Liste. Sag einfach mal was. Oh, ganz Gott. Egal. Ja, keine Ahnung, Mann. Tidus, ja, eben. Auf jeden Fall. Tidus, okay, was noch? Du bist ein Held. Es kommen eh alle dran. Geben doch einfach alle durch, Mensch. Nee, du... Mach mal eine Reihenfolge, dann haben wir ein kleines Handicap. Ja, okay, dann nimmst du jetzt Sepp und dann nimmst du okay. Yash, dann nimmst du Bots, dann nimmst du Wedge und dann Mew. Ah, jetzt habe ich einen Moment. Kann ich nochmal rückgängig machen? Ach, jetzt habe ich verkackt. Genau. Gut, nicht schlimm. Machst du, dann machst du jetzt... ja, was mache ich jetzt? Yash, Wedge und Bots. Yash, Wedge und Bots im und wenn Tor. Wenn meine Aussprache jawohl, ein bisschen weich ist, liegt es das daran, dass ich schon geschlafen habe, Freunde. Ja, Mensch, was pennst du denn aber auch hier? Ja, ich habe halt... auch ein Alltag. Und ah ja, ja, und dann komme ich wieder hier an und sage, oh, komm, aufnehmen sofort. Und ja, genau. Und manchmal bin ich auch ein bisschen blöd, aber ist egal. Ein bisschen blöd. Okay, das hast du gesagt. So, die Manndeckung mache ich mal eben schnell. Die ist eigentlich egal. Okay, da kann überhaupt nichts lernen. Ja gut, ist ja auch unser Tormann, unser eigentlicher Tormann. Diesmal darf er im Mittelfeld rumfuseln. Das wird... Ja, ihr! Ach, manche, warum sage ich immer, Mio ist doch ein Mädchenmensch. Wann traf ich's? Stimmt, es war im letzten Part schon so komisch. Ja. So. Der Rest lernt. Und wir gehen in das Spiel. Deswegen bin ich auch so müde, weil ich auch so fleißig lerne diese Woche. Ja, ist ja viel um die Ohren, ne? Ich habe ein Seminar die Woche. Ja, sowas ist natürlich anstrengend. Kann ich verstehen. Ja, ich werde es alles überleben. Ja, hoffentlich. Wir spielen hier gegen... Gegen wen eigentlich? Spender? Waren das die Ronzos? Nee. Ich weiß gerade nicht mehr. Naja, egal. Was hältst du denn vom Blitzball? Ja, also dafür, dass ich ja nur kein Final Fantasy Fan gewesen bin, fand ich das eigentlich total cool. Das war mal was anderes irgendwie. Also ich kann es halt auch nicht und ja, habe ich eigentlich sehr gerne so geguckt. Gut, in der letzten Zeit habe ich es ein bisschen vernachlässigt, aber das hat jetzt eigentlich weniger damit zu tun, dass es Blitzball ist oder so, sondern weil generell so viel bei mir los ist in letzter Zeit. Aber es ist halt, ja, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, fand ich gut, also hat mir auch gut gefallen. Das freut mich. Ja, wir spielen immer noch mit dem Handicap in der eigenen Hälfte Tore schießen, das nehme ich einfach noch zusätzlich mit hinzu. Ja, dass die Ergebnisse nicht so krass hoch werden. Genau. Und zusätzlich kommt noch eine etwas seltsamere Konstellation, deswegen, es wird du nicht einfach. Du wolltest das so. Und wir haben trotzdem ein Tor gemacht mit einem Tor. Yeah. Ah, wie krass. 13, 21 und trotzdem ein Tor gemacht. Was geht denn da ab? Cool. Sehr schön. 21 Wert? Das ist eigentlich... Ich wollte gerade sagen, die Zahlen scheinen irgendwie gar nicht mehr so die Rolle zu spielen. Das ist jetzt echt ein paar Mal schon gewesen. Ja, es wird halt ausgewürfelt. So 50% Varianz auf beiden Seiten. Da kann halt viel anders laufen. Aber das war trotzdem extremes Glück, dass ich da ein Tor gemacht habe. Und unser Tormann hat den Ball Torfrau hat den Ball gestappt. Mensch, noch einmal. Ja, Mio ist verdammt gut, wenn man sich das mal anguckt. Die kann hier auch jemanden vorstoßen. Problemlos. Die ist so nah. Irgendwas sollten wir uns einfallen lassen, wenn du jetzt noch einmal deine Frau als Mann betitelst. Ja, ist nicht nett, ne? Das sollte ich lassen. Ich bin ja auch, also ich muss da ja mitfühlen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen Gleichstellungsbeauftragte spielen und dann, weißt du? Ja. Nicht einfach, ne? Das geht so nicht. Nee, nee, das geht so nicht. Ach ja. Mal gucken, ob ich nochmal so ein gigantisches Glück habe, das kaum in Worte zu fassen ist, dass ich gegen 21er Fangen mit meinem Pipi-Wert hier ein Tor gemacht habe. Das wird wahrscheinlich nicht zu wiederholen sein. 12 gegen 21. Das ist auch krass, ja. Ah, das kriegt er, okay. Wäre jetzt auch wohl, also so viel Glück kann man dann auch nicht haben. Ja, ich muss das 1-0 halten, so viel steht fest. Das ist... Ja, das kriegt man schön hin. Irgendwie, ne? Das sollte ja nur nicht das Trauma sein. Ja, beim Grundspiel war es ja auch schon zugange. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit. Das war lustig. Oh, Spander schießt! Ich hab nur einen Fangwert von 4, ich bin so tot.
Warum? Nein, ist natürlich ganz schlecht jetzt, also. Warum musstest du Bots ins Tor schicken? Warum? Vier! Ey, hast du was gesagt? Du hast ja einen Namen. Ja, ja, war ja auch meine Absicht. Hättest du mir das erklärt? Aber vier! Vier ist heftig. Also da war ja Titus besser im Tor. das wird jetzt nicht klappen, weil das ist zu wenig Pass. Oh Gott, was für... Ich glaube, jetzt bin ich gleich... Nee, komm, den nehmen wir ab. Verteidigung, wo seid ihr? Männers! Holt euch den Ball. So, ne, dann mach was draus. Ach Gott, wie schlecht. Hopp, komm, aber er ist gedebufft. Was macht er denn? Er macht eh nur einen doofen Pass. Zu einem Quado. Dieser Quado hat zu viel Torwert. Ich muss ihn kriegen. Haltet ihn auf! Mit euch hier richtig Challenge geschaffen jetzt. Ja, total. Genau so war es ja auch beabsichtigt. Das muss ein bisschen Leben hier reinkommen. Ein bisschen Spannung. Endlich mal ein Unentschieden, Gegentreffer. Das ist das, was man sehen will. Muss erst wieder eine Frau ins Spiel kommen, damit sowas passiert. Natürlich, ja. Natürlich. Erst bist du drin, dann macht Spanda das Tor und... Ah. Was für eine Bewegung hier. So, ah, bei denen läuft alles wie am Schnürchen. Die werden auch richtig gut leveln nach dem Spiel, wenn das so weitergeht. Jetzt, hopp, komm. Seb. Sonst holst du dir immer den Ball. Ach, Seb! Was seid ihr für Luschen? Was ist da los? Nein. Sieht nicht ganz so gut aus. Passen, ja, dass ich wieder auch durchkriegen. Aber sie haben irgendwie keinen Bock, ein Tor zu schießen. Die passen nur wild. Oh, es geht daneben. Haha. Darf ich? Ja, gut, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr. Ja, ich wollte schon sagen, es ist jetzt eh irgendwie vorbei, also. Ja, es ist vorbei. Außen vorbei. Zumindest die erste Halbzeit ist noch alles drin. 1:1. Da müssen wir in der zweiten Halbzeit uns was einfallen lassen. Ja. Ja, komm, schieß noch einmal. Halbzeit. Okay, das war schon mal spannend bis jetzt. Noch alles offen. Ja. Es geht mir immer noch so, ne? Ich finde das viel cooler, so live dabei zu sein, so. Ja. Anstatt sowas dann später zu gucken. Ja, klar, ne? Es ist ein bisschen was anderes dann. Klar. Ja, noch viel mehr Spaß. So, ich werde hier jetzt einfach gar nichts ändern. Ich habe keinen Bock auf den Mist. Weiter geht's. Ach, Männer können so faul sein. Ja, immer diese Manndeckung, die ich eh nicht benutze und die Skills und die machen mich eh nur stärker. Ich will gar nicht stärker werden. Sind jetzt noch eindeutiger. Aber diesmal ist gar nichts eindeutig. Diesmal. Ich wollte gerade sagen, also. Heute könnten wir es gebrauchen. Haben wir uns was geschafft, ja. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich die Chance haben, Titus zum Schuss kommen zu lassen. Das ist doch schon mal was wert. Ja. Der kann das wenigstens. Mann, was war. Ach nein! Ach Mann, ich gewöhne mich nicht dran, dass Mio nicht passen kann. Ich muss aus unmittelbarer Nähe muss ich die passen lassen. Mhm. Oh Gott, super. Der macht einen Zero-Schuss. Moment. Was mache ich jetzt dagegen? Was soll ich dagegen machen? Nix. Ich gucke einfach zu, wie er mir ein Tor reinballert. Nee, doch nicht. Oh, ich hatte Glück. Oh, danke. Du hast alles gerettet. Du bist aber heute auch wieder in Höchstform, oder? Kommt mir das nur so vor. Wieso? Ich nur am Rumkichern bin wieder gerade. Ich merke das halt, dass du tolle Sprüche bringst heute. Ich komme nicht durch. Ich werde den Ball verlieren. Obwohl, Hexenpass, jetzt habe ich... Vielleicht. Man muss aus unmittelbarer Nähe dann. Sprich Mio schon wieder. Gucken. Nein, keine Chance. Okay. Ah, kommt schon, Leute. Haltet ihn auf. Ja, also irgendwas muss passieren. Also, wie ist es noch irgendwie. Der hat nur einen 13er Torwert. Das ist gut. Also, wir müssen auch noch irgendwie ein Tor reinkriegen, du. Na klar. So. Jetzt hast du aber auch irgendwen da. Aber jetzt klappt's. Jetzt gibt's einen Hexenpass zu Titus. Und dann darf er endlich schießen. Diesmal hält ihn niemand auf. No, da bin ich gespannt. Voll. Ein Sphäroschuss. Mal gucken. Daumen drücken. Jawohl. Jetzt einen guten Wert. Muss ein 40er sein. Nein, dann klappt das nicht. Mit einem 30er können wir das nicht machen.
11. Nee, keine Chance. Ach, scheiße. Sehr cooler Torwart einfach. Aber ich hab Daumen gedrückt. Nicht fest genug. Na gut. Dann machst du nächstes Mal so fest, dass sie taub sind. Genau. Oder abfallen oder so. Genau, ja. Irgendwie so. Für Blitzball muss man das schon mal bringen. Ich kann ja meine Katzen noch einspannen. Genau, die sollen auch Tatzen drücken oder so. Genau. Ja. Nein, sie schießt. Ich hab Angst. Lass doch. Schade. Oh Gott, das wird ein Tor. Das wird so scheiße ein Tor. Verdammt. Oh. Ja, es ist, ne, keine Chance. Okay. Also irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass ich dir kein Glück bringe, wenn ich irgendwo mit dabei bin, darf ja, ne, ich das mal so sagen. Sonst gewinne ich immer. Ja, kaum bist Chrono-Trigger du Chrono-Trigger hast du damals genau. Und Boss, Final Fantasy ist auch irgendwas schief gegangen, ja. Also. Ja, ist kein Glücksbringer, ich merke das schon. Mach mir langsam Sorgen. Ja, es ist bedenklich, es ist bedenklich hier. Nein, die schießt kein Tor, die ist zu doof dafür. Die passt aber diesmal an jemanden, den sie auch erreicht, nämlich Sip. Das müsste reichen. Yeah. So, Sepp, altes Haus. Sepp hat ein 21er Tor, das ist eigentlich verdammt gut. Nein, ich habe gehofft, er hat ein Tor-Skill, dann ist es natürlich nicht gut. Scheiße. Jo, 7, das ist natürlich lachhaft. Na gut. Wir geben das noch nicht auf. Ja, aber das sieht nicht gut aus, das stimmt wohl. Wir können noch immer den Ausgleichstreffer erzielen, wenn ich Glück habe. Okay, den kriege ich problemlos. Schlaf. Ja, er schlaft. Er schläft ein bisschen. Och Gott, dieser Dialekt. So, Titus, probier's nochmal. Ich bin dafür empfindlich. Es ist empfindlich. Es gibt durchaus Dialekte, die ich gut finde. Ja, dabei ist der Pfälzer Dialekt ja nicht gerade einer der, ja, wie soll man sagen, egal. Ja, das ist halt vielleicht jetzt nicht der erotischste, aber irgendwie, ich weiß nicht, es klingt manchmal so knuffig. Aber gibt es erotische Dialekte? Ich glaube gar nicht. Es gibt Leute, die können Dialekte total erotisch finden. Okay. Alles schon gehört, gibt glaube ich sogar Listen zu. Was ja mal gar nicht geht, ist Sächsisch. Da kriege ich ja manchmal echt so. Tja, ich war lange Jahre mit einer Sächsin zusammen. Ich auch, so ist es nicht, aber der konnte Gott sei Dank total gut hoch. Was? Du warst mit einer Sächsin zusammen? Nein, mit einem Sachsen. Obwohl Sächsin. Okay. Nee, Sächsin war ich nicht zusammen. Aber mit einem Sachsen. Okay. wer bin ich? Ah, nee. Den will ich nicht sein. Ja, Entschuldigung. Wut. Ich lenke ab. Nö, geht. Nein! Was hat er getan? Nein. Okay. Jetzt möchte aber nochmal noch irgendwas passieren, wenn wir das noch umreißen wollen in ein paar Sekunden. Ja, ich werde jetzt natürlich mit meinem Sphäroschuss ein Tor machen in der allerletzten Minute und dann... Das will ich hoffen. ...bin ich glücklich, dass ich wenigstens einen Punkt geholt habe in diesem Spiel. Ja, das wäre ganz gut. Aber so wie ich das jetzt mache. Weil wir gesehen haben, dass die Tabelle nicht ganz schlecht ausgesehen hat, aber trotz allem, also... 8 und 3... Müssen wir jetzt hier nicht schludrig werden mit den Punkten. Das ist kacke. Ja! Yes! Alter! One point! Sehr gut. Oh, was für ein scheiß Glück mit 11 schon wieder. Dem 21er eins reingehauen. Unfassbar. Unfassbar geil. Jetzt schon eins hinterher. Das schafft ja, man noch. Nee, das schafft man nicht, aber Spanda. Nee, Spanda schafft auch nichts mehr. Da kommt sie nicht durch. Und wehe, wenn doch. Du wirst jetzt kein Tor schießen. Du wirst jetzt nicht versuchen, ein Tor zu schießen. Du dumme. Kleine, viel zu sehr gekleidete. Nein! Nein! Drecksmiststück! Nein! Hopp! Aus! Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Alter Schwede, ey! Du machst Sachen! Oh Gott! Was für ein kleiner Punkt, den wir da noch ergattert haben. Das war. Hart. Das war sehr hart. Eieiei. Ei, ei. Ja. Ja, sorry fürs Schreien, aber. Das war, boah. Ja, hier verlieren gerade jede Menge Leute ihren Job, okay. Okay, Nizarut ist noch drin. Okay, ja, wie ihr seht, durch den einen Punkt, ja, was führen wir uns da so auf? Es geht uns ja eigentlich ganz gut da oben. Eben wollte ich ja sagen, ja. Aber... Ah, trotzdem, das war spannend. Ja, du wolltest es spannend, sag. Ja, das war gut, schön. Das war sehr gut. Titus führt auch die Liste an, sehr gut. Und es geht weiter, wir machen noch ein Spielchen.
So, und du hast wieder die Qual der Wahl. Ja, super, bestimme jetzt die Reihenfolge. Ich habe die überhaupt nicht gemerkt. Das musst du ja auch nicht. Jetzt, ja, ich will trotzdem, dass Titus der Erste ist. Titus soll der Erste sein. Okay. Ja, ich stehe auf kleine blonde Typen. Ach, dann, toll. Keine Ahnung, dann nimm. Dann Yash. Dann Miu. Ja, und dann von oben nach unten. Sepp, Wedge und Bots. Bots im Tor, das ist wieder ein absolut grottiger Tormann. Aber okay, damit werde ich leben müssen. Es kommt drauf an, soll ja spannend bleiben. Mal schauen, gegen wen ich spiele. Wenn ich habe wieder nicht aufgepasst. Wenn ich jetzt nämlich die Albates kommen, dann habe ich sowieso keine Chance. Na, mal gucken. Dann wird es erst richtig spannend. Dann wird es nicht spannend, dann wird es eindeutig. Aber leider nicht für mich. Ja, mal gucken. Ja, wir haben genug Vorsprung, da können wir ja mal ein bisschen rumspielen. Ja. Hab ich dir natürlich schön kaputt gemacht, ne, dass du gesagt hast, du wolltest eigentlich nicht auf Risiko spielen. Ja, aber... Ne, macht Fun, macht mehr Fun so. So, gegen wen spiele ich? Ich hab beruhigt. Hätte eigentlich schon zweimal rauslesen können, gegen wen ich spiele, ich habe nicht aufgepasst. Ja, für mich ging das zu schnell, um es rauszulesen. Mio, ich habe also schon mal den Ball, gut, dann... Titus. Ne, schafft sie nicht mit Dreierpass. Ah, Mist, sind alle... Ne, kann ich nochmal? Nein, ich komme nicht mehr raus. Shit, was am ehesten Zeb, aber das wird mehr wie 3 kosten, befürchte ich. Nein, es reicht. Sehr gut. Na, immerhin. Sehr gut. So, und er passt sowieso problemlos zu Titus. Und Titus ist genau an der Stelle, wo er schießen darf. Sphäroschuss gegen Lautia mit 15. Ah, 15 ist doch gediegen, also... Das klingt erstmal nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall besser wie 21. Oh, 40er, das dürfte sehr ausgeglichen werden. Das könnte 15-15 werden. Nein, es ist 12. Na gut, mal gucken. Oh. Er hält, okay. Schade. Scheinen die Kittiger Beasts sein. Ja, ich glaube schon, das sind die Kittigers. Immerhin, nicht die Albet. Ja, die sind schaffbar. Also, wenn man die nicht schafft, dann schafft man gar nichts. Ist auch eine nette Aussage. Ja, ist halt so, ne? So, mein Sound ruckelt gerade ein bisschen böse. Ich hoffe, er kriegt sich wieder ein. Ja, er kriegt sich wieder ein. Okay, nochmal ein Pass zu dem unten drunter. Wer weiß, was dein armer Rechner nebenbei schon wieder alles schaffen muss. Ja, er muss ja noch was downloaden und was weiß ich nicht alles. Er ist immer hart im Nehmen. Sepp. Nee, Sepp, komm. Sepp, geh mal hoch. Titus. Es wird Zeit für einen neuen Rechner. Ja, sehr bald. Und vor allen Dingen für eine neue Webcam. Ja, ich habe mich schon umgeguckt nach neuen Rechnern. Ich bin schon fast dabei, einen zu holen. Es wird gar nicht mehr lange dauern. Das klingt gut. Ja. Wusch. So, da können sich die Leute ja bald auf Facecam-Parts freuen. Ja, aber mache ich nicht so oft. Nee. Nur zu auserwählten Spezialvideos, nicht zu Let's Plays. So, 44er kommen. Wenn das nichts wird, weiß ich auch nicht. Ach so. Sehr guter Wert eigentlich. Yay! 1-0. Tor! Shay. Siehst du, bringst doch Glück. Ah ja, tu mal nicht so. Und bei Dark Souls werde ich dich niemals einladen. Ich glaube, aber trotzdem. Das macht aber auch nichts. Ich wäre sowieso lieber bei Mario dabei. Ja, da habe ich gar keine Gäste, ne? Ich weiß. So, was macht jetzt die? Okay. Aber da könnte ich wenigstens fachlich mitreden, weißt du? Ich glaube, wir kriegen gleich einen Gegentreffer. Entweder aufhalten oder... Oh Gott, er macht einen Giftschuss. Schafft das nicht, oder? Moment. Da, gut, Mio. Das war sehr gut. Jetzt müsste er doch... Siehst du? Nein! Ach komm, Sepp. Und ich bin zu blöd zum Drücken. Nein, das ist es. Okay. Ja, so viel zum Thema. Ich bring Glück. Ja. Ja. Na gut. Egal. Das ist noch viel Zeit. Mhm. Wir können da noch was ändern an dem Stand der Dinger. Was mache ich denn? Ja, okay. Passt. Titus.
Nein. Es zu dir. Schön. Jetzt darüber. Dicker. Wo soll das nur enden? Na, mal schauen, was Titus draus macht. So, wir stehen perfekt. Gehen wir mal los. Ein Tor, bitte. Sphäroschuss. Ja, komm. 40er. Boah, gut. Höher geht's kaum. Ich kann gerade nichts sehen. Meine Katze versperrt mir das Bild. Böse Katze. Und er hält. Toll. Leg dich hin, Vibe. Ja, oder geh beiseite, ist mir egal, ob ich sehe wieder was. Die Katze will mitgucken. Ja, das sowieso. Du, das habe ich oft genug erlebt, dass ich LPs gucke und die setzt sich dann so hin und guckt die ganze Zeit auf den Bildschirm. Auf einmal versucht sie den Blitzball zu fangen. Meins, meins. Nee, das kannst du einfach noch nicht. Kommt noch. Aber ich weiß, wo ich Silent Hill geguckt habe, hat die mitgeguckt. Bestimmt die Flügelviecher, fand sie bestimmt ganz toll oder so. Ja, wie gesagt, das sind manchmal gar nicht so spezielle Elemente. Also, ah. Obwohl, wo ich mal ein Zelda-Let's Play geguckt habe, da hat sie irgendwie, da weiß ich gar nicht mehr, was das war, aber da ist sie dann auch so an den Bildschirm und hat dann so kurz getatzt und so, das sah voll lustig aus. Okay. Krass. Naja. So, eine weitere... Das ist ja gar nicht Titus. Okay, ich habe nichts gesagt. Das wird jetzt sehr eng. Ja, pass. Ja, müsste vielleicht gehen. Ich habe echt gedacht, das ist Titus, ey. Das ist da vorne, wo sonst? Komm schon. Ja, das klappt gut. Titus, geh zurück. So, ja, passiert ah, nicht gut, mehr. Halbzeit. 1:1, aber eine Halbzeit erwartet uns noch. Spannend ja, bleibt auch hier. Wäre schon schön, wenn wir das ein Spiel noch gewinnen könnten. Ja, ist etwas Schönes, ne? Vor allem gegen die Killigas, ey. Ich habe noch nie gegen die verloren. Oder unentschieden gespielt. Irgendwann ist immer das erste Mal. Dann müssen wir durch. Okay. Ja, aber 3 Punkte wäre schon cooler. Ja, wird ein bisschen mehr Sicherheit bieten. Aber gut. Ich glaube, jetzt haben Killika den Anstoß. Ja. Lina. Lina, damit geht Nobody so unglaublich ab. Der hat die in seinem Team. Der hat mal. Der geht auch auf andere total ab, aber das. Ja, Nobody geht sowieso auf alle ab, aber. Wahrscheinlich alles, was weiblich ist. Ja. Ah, da muss ich später noch was erzählen. Also, nee, nee, Nobody, wir lästern nicht über dich. Ich meine jemand anders. Ich denke gerade an jemand anderen. Okay. Pass. Schlafpass. Nee, was mache ich denn? Warum will ich... Ach, ich bin so ein Idiot. Ach komm, einmal zu Wedge, einmal zurück und dann schieße ich ein Tor. Was soll's. Wusch. Egal, Hauptsache ich bin. Genau. Was? Nee, komm, Schlafpass X, dann reicht das auch. Aber um für Nobody nochmal eine Lanze zu brechen, ich wähle fast immer, also ich gucke immer auch ein bisschen auf die Level, aber wenn es ums Wählen geht im Livestream, wähle ich eigentlich immer Fran, einfach nur damit Nobody Glück hat. Mann, bist du nett. Viel zu nett. Das kleine Bunny. Stimmt, da wir jetzt ja bei Hitbox sind, kann ich diesen Quickword ja auch über... Tja. ...Dingens machen. Dann nimmst du die ersten 3 und das ist schick. Krass. Das ist so toll bei Hitbox und du hast dich so lange gewehrt. Ja. Oh nö, warum macht der Torwart Power? Oh, ist der blöd, der fängt nicht mal. Was für ein Loser. So eine Lusche. So, Mio, wie wollen wir das anstellen? Okay, das solltest du hinkriegen, pass auf. Irgendwie ist das ein voll schöner Name, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das. Mio? Jo. Ja, ich muss da immer an den Pianisten Mio denken. Mhm. Manche YouTuber kennen den bestimmt. Und deswegen denke ich auch immer, dass es ein Kerl ist. Also. So, so. Die Blitzball Mio. Du, da hast du wenigstens eine gute Ausrede. Ja, ne? Das ist gut. Ja, jetzt immer das Problem mit so neutralen Namen. Ja. Das finde ich auch immer voll anstrengend. Das ist genauso wie wir. Weiß ich noch, wo ich im Gymnasium damals neu war, hatten wir Kim. Und ich bin, glaube ich, sehr lange davon ausgegangen, dass es ein Mädchen ist, bis ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass es ein Junge ist, der halt noch eine relativ hohe Stimme hat. Also jetzt nicht so schlimm. Ach so. Aber man hätte schon theoretisch an ein Mädchen mit einer tiefen Stimme denken können. Also so, weißt du. Naja, für mich war Kim halt immer ein weiblicher Name. Ja, eigentlich auch. Ja, aber es geht beides.
Das ist echt sowas, was ich meinem Kind nie antun würde. So einen doofen Namen, der so irgendwie zweideutig oder halt uneindeutig irgendwie so. Boah, nee. Sehe ich ähnlich, ja. Sollte schon eindeutig sein. Ja. So, komm jetzt. Ja, jetzt wird's schon wieder langsam eng. Ja, ja, es ist schon wieder rum von der Halbzeit. Jetzt aber. Der muss sitzen. Titus vor. Voraussetzung. Sehr gute Voraussetzung. Komm schon. Bitte keine Torwart-Power. Okay. Ja! Yes. So muss das. Mhm. Und das halten wir jetzt. Kein Gegentor. Mal gucken. Mal gucken, ob es klappt. Okay, Lina. Was tust du? Wenn sie clever wären, würden sie einfach nur schießen, ne? Dann habe ich schon ein Problem. Aber nee, sie passen halt lieber. Ich würde gerade sagen, die sind ja Gott sei Dank nicht so clever bisher. Oh ja, oh, Titus der Ball, da kommt, da schießt man gleich. Ich wollte gerade sagen, gleich nochmal ran. Ja. Was soll schon passieren? Das wollen wir mal ausnutzen hier. Vielleicht wird es hier noch eindeutig. Okay. Das erquickt nicht mein Gemüt. Oh, wir drücken uns aber heute sehr edel aus. Mhm. Oh ja, leg noch was drauf. Ja, du bist der Pro hier. Hab's kapiert. Okay. Die wollen mir noch ein Gegentor reinpfeifen. Darf ich merke das. Jemanden grüßen? Ja, grüß mal. Gib einen Gruß an Spyro. Grüß an Spyro? Der hat mir geschrieben. Ich glaube, der guckt Blitzball eh nicht. Das wird er niemals erfahren. Ist mir egal. Ich hab's grad, er hat mir bloß gerade gesagt, ich hätte meine Arbeit sehr gut gemacht und ich denke halt so, hä? Ich weiß gar nicht, was er meint. Ja, das nur am Rande. Okay, vielleicht meint er ja, schlag den John. Ja, natürlich meint er das, aber... Ach, er meint die Grafik in Staffel 4. Mhm. Okay, na dann. Die ist ja auch Bombe. Ach, danke. Ach komm, Titus, was soll denn der Kack? Aber egal, die Zeit reicht nicht mehr für ein Gegentor. Das Spiel ist im Grunde gewonnen. Komm schon, 3-1. Ach, verdammt. Ist wurscht, ist wurscht. Ja, aber es wäre schön gewesen. Das Spiel ist aus, das Spiel ist aus! Das Wunder von Spira! Naja, nur wegen dem 2-1 jetzt. Ja, ne? Also Deutschland hat das in Brasilien besser hingekriegt. Ja, ein bisschen. Gebe ich dazu. So, Ronzo. Ronzo, es wurde verlängert. Noch was? Rappa, verlängert. Nichts Spannendes passiert. Oh, ja, 17 Punkte. Aus. Ach, 17, na schau an. Und guck mal, ich habe vor den Albet Angst. Warum eigentlich? Wenn ich mir so angucke, was ist da los, bitte? Wie kann das sein? Aber gut. Ich möchte hier nochmal ausdrücklich auf die 17 Punkte hinweisen. Nee, ich habe hier noch ein paar Runden. Ich werde noch über die 17 hinauskommen. Ja, das ist schön. Ja, das war's wieder. Gut sieht's aus. Die Runde war... Oh, der Scout-Level ist jetzt auf Max. Ja, jetzt wisst ihr's. Ja, das nächste Mal, ich denke, ich werde jetzt immer einen Gast drin haben. Dann, das war doch ein bisschen lustiger wie vorher. Das werde ich so beibehalten. Mhm. Danke fürs Mitmachen. Aber natürlich. Danke, dass du mir Glück beschert hast. Ja, witzig. Und ja, nächste Woche ist wieder ist es wieder gedreht. Ich habe ja Final Fantasy nur 3-mal gebracht und Dark Souls 5-mal. Ab nächste Woche ist es wieder andersrum. Und das bedeutet, Blitzball gibt's dann wieder mittwochs. Genau, also nächste Woche, Mittwoch, freut euch auf den nächsten Blitzball-Part. Bis denn. Und mein Gast hat die letzten Worte. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, wie immer. Auch immer wieder gerne. Und ja, noch einen schicken Tag oder sowas. Oder einen schönen Abend. Oder was auch immer gerade los ist.